Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Jack Doherty gehört habt, aber das ist ein bekannter Influencer mit, ich glaube, über 14 Millionen Follower auf YouTube, der goofy-ass Vlogs hochlädt. Und es sind keine normalen Vlogs wie, ey, yo, we go on a trip oder something like that. Nein, da reicht auch einfach nur ein Blick aufs Thumbnail. I got arrested on a private jet. I got arrested and my car got impounded. We almost got arrested. Speeding in front of cops. Wahrscheinlich auch arrested, oder? Bruder, der Typ hat mehr Knast gesehen als ich Uni. My girlfriend caught me cheating. Ja, was ein anderes sonst. Shopping for my new 10 Millionen Menschen at 20 years old. Und das beste Video, I put my girlfriend in the hospital. Oder er macht einfach so Selfie, Digga. So als wäre das so, yo, was geht, man, Digga? That's my girlfriend. Während sie gerade abnippelt. Und wenn ihr immer noch keine Ahnung habt, wer Jack Doherty eigentlich ist, dann habt ihr bestimmt schon mal auf TikTok oder auf Instagram das bekannteste Video von ihm gesehen. Der läuft da durch irgendein Einkaufszentrum und pöbelt irgendwelche Randoms an und wenn die Randoms wütend werden, kommt so sein Bodyguard und beschützt ihn so. Naja, eigentlich versteckt er sich hinter seinem Bodyguard. Go! What? Das ist so unfassbar unangenehm und ich frage mich, wie man eigentlich so einen Scheiß hochladen kann, Digga. Er macht Stress, Junge, der ist wie so ein Chihuahua. Die machen auch immer Stress, Digga, aber wenn ein anderer Hund bellt, Junge, dann verstecken die sich. Naja, und der stellt sich bestimmt die Frage, warum hat der Typ Bodyguards und warum 10 Millionen Dollar Menschen at 20 years old? Woher hat der Typ sein ganzes Geld? Oder er zieht einfach mit 20 Jahren in 10 Millionen Villa? So sein Business Zucker. Naja, Jack hat ein komplettes OnlyFans-Imperium aufgebaut, deswegen chillt er auch immer in seinen Videos mit so Frauen und auch sein Girlfriend, Digga, macht OnlyFans. Und mit diesen OnlyFans-Models dreht er dann die Videos auf YouTube, also die ganzen Vlogs und so ein Scheiß und promotet dann halt so indirekt ihr OnlyFans. Zucker. Ja, und wie ich bereits gesagt habe, macht er auch sein Girlfriend mit, ja, seine Freundin, die McKinley Richardson. Und in dem Video heute will ich nicht über Jack reden, ja, da gibt es so einige YouTuber, die schon ein ganz gutes Video über ihn gemacht haben, sondern über seine abgefuckte, ekelhafte und absolut schreckliche Freundin. Ihr werdet im Laufe des Videos verstehen, warum ich so eingestellt bin und am Ende des Videos werdet ihr die, keine Ahnung, vielleicht auch nicht mögen. Fangen wir mal damit an, dass die Beziehung zwischen Jack und McKinley oder wie die auch heißt, komplett weird ist, weil die alle in einem Haus leben, ja, die ganzen anderen OnlyFans-Models und Ex-Girlfriend und Ex-Nateboar und irgend so ein 30-jähriger Typ, der zu ihr sowas hier sagt. Circa, what would you do if you had 15 minutes with me? 15 minutes with you? I'd probably fuck you 15,000 times. Hey, yo! Oh my god! Yeah. Bruh, how do you feel about that? Bro, also ich weiß nicht, Digga, auch wenn ihr irgendwie so zusammen wohnt oder sowas, wenn ich jetzt eine Freundin hab, ja, und irgend so ein Typ, Digga, mit dem ich zusammen wohne, sagt sowas zu meiner Freundin, der würde ich nicht einfach... Oh! Ich würde den Typ instantly rausschmeißen. Guys, Zirk has been at our house for a few days and all he's doing is disrespecting Jack and his relationship. I don't know what to do about it. Look at these clips. Where's your lady? Our lady. McKinley, what do you moan like? What's it sound like? What do you sound like when you're faking a... Ihr müsst euch vorstellen, dass diese McKinley 21 Jahre alt ist und der Typ ist halt, keine Ahnung, so 31 oder so. Bro, nee, cool, Digga. Er wohnt einfach, Digga. Das ist wie so, wenn, keine Ahnung, der Vater von meinen Kollegen auch bei mir zu Hause wohnt. Ja, okay, ich muss fairerweise sagen, 21 und 30 ist jetzt nicht so ein krasser Altersunterschied. Yo, chill, you can't touch her. Call the cops. I slap her when I fuck her. That's how we get down. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich wirklich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Jack da eigentlich macht, Digga. Irgend so ein Typ redet mit deiner Freundin so und zieht sie so durch den Dreck und du nur so, hey, yo, chill, man. Don't touch her. Ja, und allein schon hier, dass sie so mitmacht und sich darauf einlässt, wäre mir persönlich in der Beziehung absolut unangenehm. Aber hey, jeder so, wie er mag, ne? Sie macht auch OnlyFans, Digga. Bei solchen Leuten ist auch Gehirnzustand jedes Mal Energiesparmodus. Naja, und sie muss ja auch irgendwie ihren OnlyFans-Content promoten. Und deswegen macht sie auch YouTube, TikTok und den ganzen halt, Digga. Und was macht man, wenn man einen Haufen Geld hat, aber kein Talent? Genau, man schenkt seinen Followern etwas. Und ihre Follower sind ja, wenn sie OnlyFans macht, wahrscheinlich so 18, 19, 20, 21, oder? Ja, so ungefähr. Don't talk in the mic and I'll buy you everyone. Do you know the rules before I start? What's your name? You're not telling me your name? How'd you do your hair like that? You're not
not talking? Das Ding ist 7 oder so. Ja, okay, aber was habt ihr auch anderes erwartet? Das ist die einzige Zielgruppe, die sich solche Videos überhaupt gibt. Ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis, der so sagt, so, yo, Bro, ich habe auf TikTok voll das geile Video gesehen. Da verschenkt ihr so Geld oder so. Und vor allem, das Video heißt ja noch, giving my subscribers my credit card. Subscribers wo? Auf OnlyFans? Bro, wäre ein bisschen zu jung, Digga. Und wenn man sich auch einfach mal die Kommentare unter den Videos anguckt, zum Beispiel unter diesem Video hier. Sorry, Schatz, ich hab nicht geschaut. Dann sind da Kommentare wie I love you von Nigel, Noah schreit Betty und der Typ hat mich komplett gekillt, Oliver Edwards, cute. Wisst ihr, wie Oliver Edwards aussieht? Bro, das sind Kinder, what the fuck, Junge? Ja, aber ey, subscribe to my OnlyFans, man, yes. Give you your credit card, Alter, damit die wahrscheinlich bei dir nochmal reinpayen können, oder was? What's one thing you've never told your mom? And I'll buy whatever you want. Can I use a credit card? You got her credit card? Did she know? How'd it go? She put me in the corner. Guck mal, warum muss dieses Mikrofon eine Banane sein? Guck dir mal diesen Jungen an, der ist so komplett unschuldig, Digga. Der weiß doch nicht mal, was Haare am Sack sind. Ach so, stimmt, ne? Das Video heißt Taking My Subscriber Shopping. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. So, we're looking at gift cards. Are you sure this is what you want? Yeah. Okay, let's go. So, what are you gonna buy with this? A drone game. What the fuck, a drone game? Zapp lieber mein OnlyFans rein. Is this microphone very weird? This microphone is really weird. Ich kann kein Englisch. Guck mal, dieser Junge ist ein unschuldiger kleiner Mann, Digga. Der kauft sich ein Drohnenspiel von seinen Paysafe-Card oder was ihm da gekauft hat. Keine Ahnung. Und genau solche Leute sind ihre Follower. Bruder, der zappt doch dann bestimmt mit dieser Paysafe-Card später bei OF rein und nicht bei seinem Drone-Game. Und es ist ja das Problem, ihre komplette Audience ist nur auf eine jüngere Zielgruppe ausgelegt. Ne? Überall sind auch kleine Kinder dabei, die halt irgendwie ihre Follower sind, ja, um denen irgendwas zu kaufen. Und ihr Ziel ist es ja offensichtlich, mit solchen Videos nicht auf TikTok irgendwie präsent zu sein und damit Geld zu machen, sondern ihren OnlyFans-Kanal zu verlinken. My boyfriend is Jack Doherty and his ex-girlfriend is on a mission to take him back. Last time, she dumped water all over me to try to get him alone with her. And today, I caught her plotting next move. What are you doing? So I'm gonna make it backfire on her. Guck mal, merkt ihr irgendwas? Freundliche Musik, Cuts, Sounds, Sättigung, ja, Überbelichtung und so weiter und so fort. Dieses ganze knallige Ding, das ist einfach so Content für diese Cocomel-Kinder, Digga, die mit iPad da die ganze Zeit sitzen. Kein Erwachsener zieht sich so einen Scheiß rein und jeder mit 2 Gehirnzellen weiß, dass das ganze Video komplett fake ist, Digga. Weil warum wohnt seine Ex-Girlfriend mit ihm zusammen? Ja, die leben, Bruder, in einem Haus, ne? Ex-Girlfriend. Ja, oh, 10er, Digga. Oder auch hier, Digga, die sitzt da einfach auf der Treppe und plant ihren next move. Ja, Bruder, wenn ich irgendwas Böses plane, Digga, setz mich auch einfach auf Treppe, damit jeder gucken kann. Okay. I'll open it. Wait. Oh my God! Ja, Digga, das Video ist trash. Junge, weißt du, das Video ist eh schon von vorhinein gefaked bis zum geht nicht mehr. Dann noch dieses Oh my gosh! I make spicy content for a living. So today, I'm gonna prove that a real job is way easier than what I do. Guck mal, das ist einfach nur scheiße, um Leute zu triggern, Digga. Jeder weiß, dass ein, egal welcher Job, dass ein normaler Job definitiv härter ist, als, keine Ahnung, bei OnlyFans Bilder hochzuladen. Normaler Job ist auch härter, als YouTuber zu sein. 30 minutes later, while I was taking OF pics in the bathroom, this happened. Hier wird auch noch explizit gesagt, Digga, die geht Bathroom und macht OF-Picks. Und wir erinnern uns. McKinley, someone told me you're selling fans on only Facebook. Fans on only Facebook. Ja, Bruder, ich lach morgen, Digga. Hey, Junge, würde ich sowas drehen, Bruder? Ich würde mich schon abcringen, wenn ich sowas gesagt hätte. Mann! Oh, I'm sorry. You can't be doing that on the job. God. A few minutes later, a customer came in, and that's when this happened. Oh my goodness. This customer's gonna love these pictures. There you go. Enjoy that. What did you give him? Just some... Der hat dir einfach Donuts mit ihrem Körper draufgegeben. Würde ich sowas hier in Deutschland machen, Digga, als Mann? 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. I don't think this is gonna work out. Really? I have to go. Gosh, well, subscribe to my OnlyFans because I just lost my job. Thanks a lot. I lost my job, Digga. Am Ende wird sogar noch explizit erwähnt, ja, man subbt in mein OF rein. Ich kann mich nur noch einmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video verstanden habt, aber in diesem Video wird einfach an eine junge Zielgruppe und an Oliver vermittelt, dass Arbeiten einfach ass ist, Digga. Dass du lieber, keine Ahnung, deinen Arsch verkaufen sollst. Auf OnlyFans. Alles schon wirklich ziemlich kranker Scheiß, aber was ist, wenn ich euch sage, dass das Ganze noch eine Stufe unangenehmer geht? Sie dreht nämlich nicht nur auf YouTube Shorts, sondern auch normale Videos. Bro,
We are getting married. Ach so, ganz vergessen, Digga. 9 Tage zuvor. Man Cupid to my boyfriend for 24 hours. Keine Ahnung, Digga. Er cheatet im Thumbnail. Ja, aber 9 Tage später heiraten. Und in diesem Video macht Jack, also ihr Boyfriend, ihren Heiratsantrag. Und wisst ihr, wie sie reagiert? Nee. I had a really important question to ask you. The love of my life. Will you marry me? Oh mein Gott, ist das real? Also wenn meine Freundin so bei einem Heiratsantrag reagieren würde, ich würde den Ring wieder verkaufen und dann... Aber naja, ist ja eh alles egal, denn sie hat nämlich Jack einfach mal knallhart betrogen. Aber halt diesmal real und nicht so wie die ganze Zeit in deren Videos. Oh, he cheated, he irgendwas, he make this, he make bla 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 und so weiter und so fort. And then she comes into my room, she gets in the bed with me under the covers, we're just like on the laptop, whatever, very shortly... Laptop closes, we're making out. Der Typ da ist Jacks Kameramann. Ja, und die haben so Bilder geschossen, Videos gedreht und so weiter und so fort. Und Kinley, wie auch immer, Digga, kennt diesen Typen seit gerade mal 3 Tagen. Ja, nee, Bro, macht auf jeden Fall Sinn, Digga. Ich würde auch einfach irgendeinen Typen nehmen, Digga, den ich seit 3 Tagen kenne und da meine Beziehung komplett hinschmeißt. Dann merkt ihr einfach, wie fake diese ganze Kacke ist. And then Jack walks in, he's like, yo, are we gonna go get some... Yo! And then walks back out. I look at McKinley, I'm like, I just literally shrug my shoulder. And then we just go back to making out, whatever. And so from Rock Bar, we were on our way back to the house. And in the Uber, I'm like talking Spanish to the Uber driver, because like, she was like, oh my god, that's so hot. And then she just started making out with me again. Ein Typ, den sie seit 3 Tagen kennt. Ich glaube, jetzt versteht ihr, warum McKinley so eine schreckliche und ekelhafte Person ist. Aber hey, sie macht OnlyFans für Oliver. Was haltet ihr von ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, eure Meinung zu erfahren und natürlich für den Algorithmus. Wenn ihr hier hinklickt, kommt ihr zu meinem Zweitkanal. Da kommt jeden Tag ein Video und wir sehen uns dort. Tschüssikow.